Im letzten Video haben wir uns ein Feuerwehrauto gekauft und es direkt komplett auseinandergenommen. Unser Plan ist es, ein richtig krasses Expeditionsmobil daraus zu bauen, um mit unseren Freunden einen Roadtrip zu machen. Damit alle da drin übernachten können, haben wir angefangen, eine Wohnkabine zu schweißen und Türen eingebaut. Das Expeditionsmobil soll jetzt lackiert werden und dafür müssen wir es jetzt einmal komplett zerlegen. Wo willst du hin, Daniel? Fühlt sich schon sehr traurig an, wenn man die Tür rausschraubt, wie so ein Rückschritt. Wir waren doch schon fast fertig. Im Dach vom LKW waren super viele Löcher drin, die haben wir mit einem Alublech zugeklebt. Danach haben wir den Durchstieg mit einem Stahlrahmen verstärkt und vorne noch ein Schnorchel dran gebaut. Jetzt können wir in 3 Meter hohes Wasser reinfahren. Nee, es sind nur 2,50, aber es reicht auch. Ist jetzt endlich soweit, wir haben das ganze Auto abgeschliffen und alles abmontiert, was irgendwie abgeht. Wir fahren jetzt rüber in die Lackierkabine und dann wird es endlich eine gescheite Farbe kriegen. Johannes, wenn wir so nach Norwegen fahren, wird es aber sehr kalt. Ich glaube auch, da müssen die Türen wieder eingebaut werden. Falls ihr euch fragt, wo wir gerade sind, wir haben durch Zufall Tobi von 4Wheels24 kennengelernt. Er hat uns angeboten, in seiner Werkstatt zu schrauben und uns mit seinem Wissen weiterzuhelfen. Jetzt wird's ernst, wir mischen die Farbe. Ich bin so gespannt, wie das Auto aussehen wird. Ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein ganz anderes Auto, wenn es lackiert ist. Es ist jetzt 1 Uhr nachts, wir sind immer noch am Arbeiten, gleich geht's los mit dem Lackieren und wir haben jetzt alle Vorbereitungen fertig abgeschlossen. Die Jungs sind alle noch munter, weil die das Ergebnis sehen wollen, aber körperlich einfach am Ende. Ich schlaf schon, während ich esse. Hast du auch so einen schlauen Spruch wie Daniel? Daniel, die Lackierung! Während der LKW jetzt trocknet, haben wir damit angefangen, die Wohnkabine zum Lackieren vorzubereiten. Am nächsten Tag haben wir uns dann den frisch lackierten LKW zum ersten Mal angeschaut. Boah! Ey, das sieht brutal geil aus! Hier ist er. Luke, was sagst du? Schön geworden. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Ich auch. Es ist so richtig, richtig schön geworden. Oh, oh, ach du. War klar, dass wir direkt den ersten Offroad-Test machen müssen, sobald das Ding aus der Lackierkabine gekommen ist. Erster Offroad-Test ist gescheitert. Wir müssen die Sperre reparieren, die funktioniert nämlich nicht. Sonst wären wir hochgekommen. Als nächstes haben wir die Wohnkabine zum Lackieren gebracht. Ey Daniel, das sieht richtig wackelig aus. Ja, ich habe Angst, dass das Ding gleich umklappt. Und dann war die ganze letzten 2 Wochen waren alles umsonst. Diese Kopfschmerzen könnte man sich alle sparen, wenn man nur Spanngurte drüber machen würde. Aber willkommen in unserem Haus. Entschuldigung, hat hier jemand geklingelt? Ja. War der Scheiße da. Wir sind wirklich so dankbar, dass Tobi uns seine gesamte Werkstatt zur Verfügung stellt. Allein das Lackieren hätten wir niemals so hinbekommen. Das wertet echt das gesamte Projekt richtig auf. Wir sind gerade dabei, das Feuerwehrauto wieder zusammenzubauen und es dauert viel länger als gedacht. Es sind so viele Einzelteile, die wir wieder dran schrauben müssen, die wir vor dem Lackieren abgenommen haben. Also die Stimmung ist ein bisschen angespannt, weil es sehr anstrengend ist, jedes Bauteil richtig wieder einzubauen. Und man sich selber leider das nicht gemerkt hat, wie alles richtig läuft. Deswegen macht man 5 Fehler und einmal richtig. Also wir versuchen seit einer Stunde die Tür einzustellen.
Sie geben mittlerweile zu, aber oben liegt sie an und an der unteren Seite auch. Und das macht halt den neuen Lack kaputt. Nach super viel Rumprobieren haben wir es dann geschafft, die Kabine so zusammenzubauen, dass sich alles richtig öffnet und schließt. Dass der Zwischenrahmen nicht mehr rostet, haben wir den verzinken lassen. Außerdem mussten wir für den TÜV hinten noch eine Stoßstange montieren. Und dann waren wir endlich bereit, wieder die Wohnkabine auf den LKW zu montieren. Was sagst du zum Anblick? Darauf warte ich seit Wochen. Und was wir zusammengefügt haben, das soll keiner mehr scheiden. Die Wohnkabine bekommt ein Dach, das man auffahren kann, und dafür bauen wir jetzt das Stahlgerüst. Der Rahmen ist fertig geschweißt. Wir heben den einmal hoch und schauen, ob er überhaupt passt. Um das Dach hochzufahren, kommt in jede Ecke ein Linearmotor. Und damit das Ganze noch ein bisschen stabiler ist, wird das Ganze noch in Stahlrohren geführt. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Alle Motoren sind angeschlossen. Wir schauen jetzt mal, ob das Dach hochfährt oder ob es runterfällt. Ich bin gerade einfach so glücklich, dass dieses Dach hochgefahren ist und nicht wieder zusammengekracht ist. Um das Dach zuzumachen, haben wir dann wieder Alublech auf den Rahmen geklebt und vernietet. Jetzt schon wieder Fass 1. Feierabend! Wir arbeiten aktuell immer bis spät in die Nacht. Teilweise haben wir sogar im Expeditionsmobil geschlafen und dann am nächsten Tag direkt wieder weitergemacht. Hey Daniel, was machst du da? Ey, wir leben schon gefühlt hier in dieser Halle. Wir sind so lange hier am Arbeiten, dass wir unseren Pizzaofen mitgebracht haben und während wir arbeiten, nebenbei unsere Pizza machen, damit wir auch gestärkt sind. Echt vielen, vielen Dank an das ganze 4Wheels24-Team, dass wir hier leben und arbeiten dürfen quasi. Wir haben jetzt noch 2 Tage Zeit und müssen noch richtig viele Kleinigkeiten fertig machen. Den Dachgepäckträger hat Johannes bei uns schon in der Halle gebaut, den mussten wir dann nur noch montieren. Damit wir leichter auf den Dachgepäckträger kommen, hat Luke von einem alten Feuerwehrauto die Leiter geklaut. Ich habe die Leiter jetzt nochmal gekürzt und 2 Halter gebaut. Jetzt passt sie hier perfekt dran, nur sie muss noch lackiert werden. Auf unserem Raubzug haben wir dann noch eine Alukiste mitgenommen, die perfekt auf den Dachgepäckträger passt. Wir bauen jetzt diese fette Lampe an, damit können wir 500 Meter weit sehen. Luke, was sagst du? Ich bin geblendet. Um mehr Stauraum zu bekommen, hat uns Tobi 2 alte Kisten geschenkt. Als erstes mussten wir natürlich testen, wie viel da reinpasst. Oh. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Luke recht hat, aber wir passen da echt zu zweit rein. Heute wollten wir eigentlich losfahren, der Innenausbau ist aber noch nicht fertig, deswegen müssen wir die Abfahrt leider um ein paar Tage nach hinten schieben. In der nächsten Folge machen wir den Innenausbau komplett fertig. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses neue Format findet. Ich dachte kurz, da geht noch mehr schief. Der Mindestsicherheitsabstand in Richtung des Effekts beträgt 4 Meter.